Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Hier wird geknackt. Soll heißen, hier wird nicht geschlafen, sondern Beute gemacht. Damit willkommen zurück zu Thief, ein etwas anderer Folgenbeginn. Wir sind hier in einer Art Waffenkammer, Waffenlager. Und schauen mal, was wir hier so im Tresor finden. Oh, das sieht cool aus. Büste des Barons. Wie, kein Sammlerstück? Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Ein Lichtschalter konnten wir nicht ausfindig machen. Brauchten wir aber auch nicht. Haben es auch so gut hinbekommen. Und ab geht's. Wir sind wieder in der Nähe des Glockenturms, nachdem wir in der letzten Folge und in der Folge davor ein wenig die Stadt unsicher gemacht haben, zumindest den nahen Bereich von Stone Market. Es wird spät. Auch das muss mal sein, nicht immer nur Missionen und lineares Gameplay, sondern auch mal so ein bisschen Open World Feeling, ein bisschen Erkundungstour. Auch das hat für mich schon immer zu Thief gehört, zu den Thief-Spielen. Clock Tower Book. Kommt man denn von hier irgendwo überhaupt hin? Ja, komm, Mann. Wenn Garrett denn möchte. Aber er möchte nicht so ganz. Was kommt als nächstes? Na. Nee, doch. Weißt du, was mir fehlt? Das Geräusch von Pferdehof. Hört sich gut an. Pferdeeintopf hat die schon seit Monaten nicht mehr. Ja, wenn das denn Max, dann isst hier mal schön Pferdeeintopf. Und das hier ist überhaupt nicht gut. Das ist viel, viel zu hell. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Geht's denn dahin? In die Taverne. Ist das jetzt gerade so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein öffentlicher Ort. Trautes Heimglück allein. Hat so ein bisschen was vom Kölner Dom mit den ganzen Baugerüsten hier. Ist hier keine Wachen? Das wundert mich gerade ein wenig. Doch, da hinten. Kaffeebohnen kauen. Igitt. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Würdest du das? Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Warum grabe ich hier nicht Spähen? Das ist doch schon wieder doof. Das ist fies. Bei Rocks Zähnen. Was denn? Oh, da kommen wir auch noch hoch. Ich bin nicht sicher, aber ich habe vielleicht jemanden gesehen. Nein? Das sind bestimmt nur meine Nerven. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal doch zu Bessau.
In die Taverne können wir vielleicht auch später nochmal. Je nachdem. Stumpfe Pfeile können wir zu einem Flaschenzug aus der Entfernung zu lösen. Aha. Hab ich denn... Hilfe, was war das denn? Stumpfe Pfeile? Ich weiß es nicht. Es stimmt fast nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich stumpfe Pfeile? Das sind eigentlich Breitkopfpfeile, oder nicht? Ja. Coole Idee. Vielleicht gehen wir doch noch nicht sofort zur Besserung. 10 Northcrests hatten wir schon. 10! Aber der hier ist der Schlimmste. An der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Er wollte die Dinge verbessern. Ha, von wegen verbessern. Er und seine feste Hand haben den Fluss seit einem Jahr nicht überschritten. Wie gesagt, der Schlimmste. Ja, so sonderlich prickelnd ist er jetzt bis jetzt nicht. Das kann man wohl so sagen. Und seine Politik ist schon sehr anfeindbar. Und hier könnte ich dann da wieder hoch und dann kann ich da hoch. Ich finde das richtig schön mit den Wegen hier, die man gehen kann. Echt schön gemacht. Nicht nur ein Weg, viele mögliche Wege. Geworden? Ja, wenn ich das wüsste. Wenn ich das denn wüsste. Glockenturm geht's daher, ja. Mal kurz sehen, wo wir hier sind. Da wieder. Ich brauch was zu trinken. Zwei Stadtwachen. Ihr erlebt mich relativ unstetig in diesen Tagen der Schwermut. Ich hätte lesen lernen sollen. Da kann man rein, aber den Sprung schaffe ich nicht. Oder doch? Ich glaube es nicht. Aber Garrett kann in seinem eigenen Turm doch auch nie im Leben schlafen, wenn er so laut kracht. Ich würde den Baron gern mal treffen und ihm die Hand schütteln. Nee, ich komme da nicht drauf. Ohne weiteres. Zum nicht von hier. Schade. Nicht drauf. Egal. Wir werden wahrscheinlich noch mehr als genügend Zeit haben, da mal vorbeizuschauen. Ups. Ab zu Besso. Ach so. Ich hab das falsch verstanden. Dann geht's doch zur Taverne. Dann geht's doch ab zur Taverne. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Da waren wir drin. Ach, auf der Karte ist es ja auch markiert, stimmt. Hier das Mager irgendwie nicht so ganz mit dem runtergehen. Das macht er nur manchmal. Da muss man schon... Na? Den richtigen Millimeter. Das Wetter schlägt um. Haben.
Also doch ab in die Taverne. Jupp. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besso. Das wiegt viel mehr. Garrett! Mist! Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag, Besso. Ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besso, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Mir tut der Rücken weh. Leute, also das ist schon wirklich teilweise echt harter Tobak, das anzusehen. Also die Asynchronität zwischen der Mimik der Person und ja, der Sprachausgabe. Also das ist teilweise, das ist schon, ich hoffe stark, dass da noch irgendein Patch kommt. Also, weil ehrlich gesagt dürfte man sowas nicht abliefern in einem fertigen Spiel. Zumal es so ja darauf bedacht ist, ach hier Motion Capturing, und dann müsste es eigentlich ziemlich synchron sein. Und selbst die deutsche Synchro kann man an englische Lippenbewegung gut anpassen. Also das ist jetzt auch nicht so der Punkt. Manchmal passt es ja auch ziemlich gut, aber manchmal, gerade hier in dieser Cutscene ist mir das aufgefallen, das darf so nicht sein. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Negativpunkt bisher, muss ich leider so sagen. Das darf eigentlich nicht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst in etwa auch, was wir zu tun haben. Und ihr wisst vielleicht auch, wenn ihr auf die Zeit geschaut habt, dass wir das erst in der nächsten Folge tun. Bis dahin, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.